Hallo, wer kennt das nicht? Die Haare sind viel zu lang und komplett aus der Form. Und da mache ich mir ja immer wieder Gedanken, was für Haarschneidetechniken könnte ich dir zeigen, damit ich weiß, das geht einfach nachzumachen, ohne dass großer Schaden entstehen kann. Weil kann man sich vorstellen, die Friseure laufen amok gegen solche Filme, weil sie sagen, um Gottes Willen, ne, wie kann man nur? Aber jetzt ist mir wieder was ganz Besonderes eingefallen. Dafür brauche ich erstmal ein kleines bisschen Vorbereitung und dann melde ich mich bei dir wieder. Es geht um diese Teile, nämlich um Clipse. Und das ist mir eingefallen, wie man das platzieren kann, sodass man keine drei linken Hände am Kopf hat, weil gerade mit Spiegel und seitenverkehrt ist das gar nicht zu unterschätzen. Also sei gespannt, wie ich das Problem für dich löse. Und das hier ist die Lösung. Denn wir wissen einfach nur nicht, wie wir das machen sollen mit den Abteilungen, wie die Haare gehalten werden sollen. Und in der Friseurausbildung lernt man je nach Haarschnitttyp, also bei so kurzen, strubbeligen Köpfen, ist es immer das Passé, im rechten Winkel von der Kopfhaut wegzuhalten. Und das gestaltet sich mit den Händen manchmal etwas schwierig. Also kam ich auf die Idee, einfach so lange Clipse in die Haare reinzuschieben. Wer wissen möchte, wie ich das gemacht habe, zeige ich ganz am Ende des Films auch nochmal, wie schnell das geht, zack, 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 diese Dinger zu platzieren. Also das ganz am Ende des Films. So, jetzt habe ich, muss erzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 von diesen Clipsen. Ich glaube, das ist auch genau das, was in einer Packung ist. Ansonsten muss man, wenn man irgendwo fertig ist, rausnehmen und dann hinten am Kopf platzieren. Also ich habe mir überall die Haare in fertige Passés abgeteilt. Und dann wird es ziemlich simpel, einen kurzen, strubbeligen Haarschnitt zu zaubern. Der kurze, strubbelige Haarschnitt lebt auch davon, dass er nicht komplett stumpf abgeschnitten wird, sondern dass die Haare so unterschiedliche Längen haben. Und das bietet sich jetzt hier einfach total gut an. So, jetzt fange ich hier beim ersten Passé an. Ich brauche da im Prinzip gar nicht viel zu machen. Ich kann jetzt mit der Hand hier nochmal unterstützen. Aber die Haare sind ja fixiert durch die Spange. Und dann schneide ich mir, ich hoffe, dass man das so sehen kann, einfach nur Dreiecke da rein. Also nie so ans Passé gehen, sondern zack, 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 Dreiecke schneiden. Und das mache ich jetzt bei jeder Strähne, sodass kurze und lange Haare drin sind. Und da kannst du auch schon sehen, wie schnell das geht. So hier ein bisschen aufpassen. Da will ich ja nicht komplett bis zum Clip schneiden. Also das soll nicht so dargestellt werden, als würde man das jetzt hier am Clip abschneiden, um Gottes Willen. Sondern ich will ja nur so ungefähr, ja, so 2, 2, 3 Zentimeter loswerden. Auch hier. Ich muss jetzt gucken, wie ich das für euch mache. So, ne? Hier ist wieder mein Clip drunter. Ich halte die Haare einfach nur noch mal so ein bisschen fest. Machen wir das mal in eine Richtung. Die gehen so ein bisschen da oben auseinander. Und schneide wieder meine Dreiecke rein. Zieh die Hand noch mal ein bisschen weiter nach oben. Und picke mir das einfach hier so ab. Man kann ja auch erstmal vorsichtig dran gehen. Und die Klipse rausnehmen, wenn man sagt, ach, das könnte noch ein bisschen, macht man das Ganze nochmal, weil das ist ja nicht großartig zeitintensiv. So, ich drehe die Strähne mal hier um, ziehe die mal etwas auseinander, dass man es besser sehen kann, was ich mache. Ich erhalte also ein paar lange Strähnen, indem ich so die Dreiecke reinschneide und das Gefälle wäre mir jetzt hier ein bisschen zu groß. Dann schneide ich einfach noch da die Spitzen ein bisschen ab. So. Auch beim nächsten wieder. Kann man auch noch mal so durchkämmen. So, hier sollte man es ganz besonders gut sehen können. Einfach die Dreiecke reinschneiden und erstmal gerne so ein paar längere Strähnen stehen lassen.
Sieht merkwürdig aus, fällt aber nachher sehr schön ineinander. So. Ganz, ganz wichtig, ne? Immer überall die Ränder rauslassen. So, jetzt habe ich hier hinten abgesperrt. Und da halte ich es mir jetzt einfach mal an der Spitze fest und gehe so mit der Schere rein. Das kann man ganz schön sehen. Und da kann man ganz zum Schluss dann noch so ein bisschen immer mit der Schere zum Passé, nie im rechten stumpfen Winkel. Und dann kann da gar nicht so viel passieren. Und das kannst du dir auch sehr gut vorstellen, vor allen Dingen durch dieses Absperren mit den Clipsen hast du alle Haare erfasst und dadurch, dass das ja auch hier noch so ein bisschen zusammengezogen wird, verspielt es sich auch da. Und sei nicht irritiert, wenn diese Zipfel da raushängen. Da könntest du ganz zum Schluss, zeige ich gleich auch nochmal, so, wenn alles raus ist, mit den Händen durch und da, wo noch irgendwas zu viel ist, dann wird das im Nachhinein abgeschnitten. So, damit bei den kurzen Haaren auch Stand in den Haaren ist, machst du jetzt dann Folgendes. Also das ist erstmal Schritt 1. Ganz langsam dran gehen, Clipse rausnehmen, schütteln, gucken und das Ganze eventuell dann nochmal machen. Aber meistens ist es beim ersten Mal schon gut. Also du siehst, ich habe jetzt gar nicht so viel abgeschnitten, das macht sehr, sehr viel aus. Für den Ansatz nimmst du jetzt Stück für Stück diesen Clip ein bisschen von der Kopfhaut weg. So, und da schneidest du jetzt genau an dem Clip entlang mit der Modellierschere. Das ist die, die nur ein paar Haare rausschneidet. Die einen sagen Modellierschere, die andere Effilierschere. Ich weiß, die eine Schere hat hier noch eine gezahnte Seite. Nimm dir, wenn du sie neu kaufst, eine mit einer glatten Seite und einer gezahnten Seite. So, hier auch wieder ungefähr 2-3 cm von der Kopfhaut wegziehen und am Clip entlang, zack, einmal rein. Hier wieder Clip bisschen hochziehen, am Clip entlang. Und da merkst du schon, da kann überhaupt nichts schief gehen. Wieder ein bisschen von der Kopfhaut weg. Das hat folgenden Vorteil. Jetzt habe ich hier so viel Haare, dass ich nicht durchkomme. Moment, muss ich noch mal hier rein. Das hat den folgenden Vorteil. Wenn man sich ganz kurze Haare, die so ungefähr nur 2 cm lang sind, in die anderen wuscheligen Haare reinschneidet mit dieser Schere, dann gibt das Stand, weil diese kurzen Haare, die gehen automatisch nach oben beim Föhnen und die drücken das komplette Haar schön nach oben. Und durch diesen Clip hat man eine schöne Führungslinie, weil die Schere liegt jetzt genau an diesem Clip an. Ich brauche gar nicht hingucken. Hier. Moment, das ist der letzte. Wieder ein Stück wegschieben und auch hier zack rein. So, dann nehme ich mal die ganzen Clips raus. Einem recht feinen Kamm die raus effilierten Haare raus. Und da kannst du sehen, ne? Also ich habe auch wirklich geschnitten, nicht nur so getan als ob, warum auch. Ich würde dann auf jeden Fall noch mal die Haare danach waschen, damit die ganzen kleinen Haare rausfallen und einen nicht über den Tag ärgern.
So, dann kann man schon erkennen, dass das einfach nur Stand hat und ein bisschen mehr Form bekommen hat. So, und dann als Schritt 2 nimmst du die ganz normale Schere und machst dann den Feinschnitt. Das heißt, hier vielleicht mal runterkämmen und auch im Ponybereich immer schön die Schere nur so halten. Nie so, dann kann auch nichts Schlimmes passieren. Dran denken, die Stirn nicht kraus zu ziehen, ganz wichtig. Sonst, wenn man sich anstrengt, macht man manchmal so, schneidet ab, lässt locker und dann sind die Haare irgendwo, aber nicht da, wo sie sein sollen. Weil kurzer Pony mag schön aussehen, aber bei mir zum Beispiel auf gar keinen Fall. Rund ums Ohr. Auch wieder runterkämmen. Du siehst, ich schneide immer nur mit der Spitze überall so kleine Dreiecke rein. So, dann muss man einfach manchmal nur so ein bisschen schütteln, gucken. Jetzt muss ich mal gerade Paket annehmen. Sorry, das war die DHL. So, und dann aber auch hier. Jetzt muss ich gucken, in welchen Spiegel ich schaue. Ja, das kann hier ruhig noch ein bisschen kürzer. Da gehe ich jetzt mal ausnahmsweise, um eine harte Kontur zu schneiden. So mit der Schere dran und nicht so. Einen kleinen Bogen rein. Ja. Aber hier am Ohr so, und dann siehst du, kann das nicht zu kurz werden. Kann höchstens passieren, dass da ein bisschen was übersteht, aber das ist das kleinere Übel, dann im Nachhinein da nochmal 2-3 Haare wegzunehmen. Jetzt gehe ich hier aber nochmal, um mir das ein bisschen auszuschlanken. Und auch hier arbeite ich mit der Modellierschere nach. Ich beiße die Haare da ab. Nacken weiß ich aus Erfahrung, bei mir kann ich immer noch mal gut was rausnehmen. Immer darauf achten, die Handhaltung, die entscheidet die Form. So, Hinterkopfbereich mache ich immer ohne hinzugucken nochmal in der Mitte. Nehme ich alles zur Mitte und auch da. Und das schmiegt sich immer ineinander. So, jetzt schauen wir aber mal, wenn ich das hier so halte, dass man sehen kann, dass das eine schöne Form ergibt. Das ist bei mir so, dass hier kürzer ist und nach hier länger wird, weil ich ja hier mehr Volumen habe. Und man kann erkennen, durch diese Klipse ist diese Form genauso geblieben. Wenn du jetzt einen runden Haarschnitt trägst, das heißt die Haare an allen Seiten gleich lang, dann wird das so aussehen, dass die Haare hier kürzer sind, hier ein bisschen länger, aber dann auch symmetrisch. Ne? Also dass die Seite so aussieht wie die Seite, das ist bei mir eben nicht. Sondern die Haare, ich kämme es auch nochmal hoch, die Haare haben hier eine schräge Linie. Das ist so gewollt. So, und du siehst, wie exakt das in der Spitze ist.
Und dadurch, dass ich das dann nochmal ausdünne in Kopfhautnähe, nicht zu kurz, also es muss schon so 2 cm haben, damit das Haar auch abstehen kann, weil 1 mm Haar steht auch ab, das stützt uns aber nichts hoch. Und da kann man wunderbar erkennen, wie schön die Haare plötzlich besser fallen, ohne dass man da großartig was gemacht hat. Also es ist nicht schwierig. Bitte, bitte ganz vorsichtig, aber es ist echt nicht kompliziert mit diesen Klammern. Klar, die muss man sich vielleicht einmal kaufen, weil man die vielleicht nicht unbedingt im Haushalt hat, aber mit 12 solcher Spangen, ich glaube, die kosten dann 7 oder 8 €, müsste ich nachgucken, die werden ja nicht schlecht. Und gerade wenn man längere Haare hat, kann man die auch noch wunderbar damit mal hochklipsen und bei kurzen Haaren. Also wenn mir meine Ponypartie auf den Keks geht, ne, manchmal hab ich so das Gefühl, das stört mich alles, dann nehme ich das einfach so. Oh, und es ist ein schönes, freies Gefühl. Geht auch übrigens mit der Wäscheklammer. Ja, jetzt wasche ich meine Haare und puste mal mit dem Föhn durch, um zu zeigen, wie sieht es dann aus. Und mache dann auch noch gleichzeitig Make-up, um zu zeigen, was man in kurzer Zeit selber erreichen kann, um besser auszusehen, um sich wohler zu fühlen. Einmal durchschamponiert und nur trocken gepustet, komplett ohne Produkt, um das nicht zu verfälschen. Und du kannst sehen, das liegt einfach super. Hier steht es wieder schön ab. Hier ist es ganz schmal. Dem einen oder anderen gefällt das nicht, wenn ich lange Fransen hier im Nacken habe. Liegt aber daran, meine Haare, die wachsen wie bei einem Rosettenmeerschweinchen nach oben. Wenn ich das hier zu kurz mache, dann steht das immer hinten nach 2, 3 Bewegungen, so am Kragen, stehen die immer gerade hoch und das will ich nicht. Also kannst sehen, hier schmal, hier eine schöne Form, fluffig, die Asymmetrie ist beibehalten und das mit einer so simplen Methode. Ich habe die Haare mal hier mit einem Kleenex-Tuch zusammengenommen, damit du sehen kannst, so viel ist jetzt runtergekommen. Das sieht jetzt so viel aus durch diese ausgekämmten Haare. Ist auch eine ganze Menge, jedenfalls genau das, was da zu viel war. Und auch bitte nie auf das gucken, was unten liegt, sondern immer auf das, was hier noch oben ist. Und das ist richtig gut. So, um euch nochmal diese Klipse zu zeigen, die haben, ich hoffe, dass man es erkennen kann, so eine Zahnung auf beiden Seiten. Mit diesen kleinen Klipsen hatte ich versucht, das hier an der Seite wegzumachen. Die sind immer weggerutscht, aber man konnte gut erkennen, selbst hier bei diesen kurzen Haaren halten die noch richtig gut, wahrscheinlich aufgrund dieser Zahnung. Und aus diesem Grund schreibe ich dir unten den Link mit in die Infobox. Nicht, weil ich da was dran verdiene, nein, mache ich nicht. Aber du sollst ja dann auch ein Produkt kaufen, wenn dir es gefallen hat, was tatsächlich grippt, weil man sieht hier, das liegt sehr, sehr schön aufeinander, diese Zahnung. Und deshalb hält das auch in kurzen Haaren. So, jetzt mache ich noch Make-up und dann gucken wir uns an, wie das nochmal aufgepusht werden kann, wenn dann das Make-up dazu passt. So, und jetzt zum Abrunden nochmal mit Make-up. Du sollst dich wohlfühlen, das ist das wichtigste im Moment überhaupt. Guck in den Spiegel und entscheide, ist das für dich so in Ordnung? Oder nicht, dann mach was, dann unternimm was. Du siehst, man hat mit ein paar Handgriffen die Haare schön wieder fluffig, ohne dass da was passieren kann. Übrigens die Klipse, die stecke ich dann immer auf eine Pappe, dann habe ich die immer griffbereit. Und jetzt gebe ich nochmal so ein bisschen Produkt rein. Ich habe hier so eine ganz uralte Kiste von Sexy Hair. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Das kann man aber auch mit jeder anderen Styling-Paste machen. Einfach so ein bisschen zwischen den Fingern verteilen. Also die ist schon sehr, sehr grippig, auch weil sie so alt ist. Und dann nur so in die Haare rein. Und das gibt dann noch ein bisschen Stand. Hier sieht es ein bisschen merkwürdig aus, so als würde was fehlen. Das liegt daran, dass ich jetzt hier im Vorderkopfbereich noch viele Strähnen habe und hier ist die Farbe weg. Da muss also demnächst auch wieder was passieren. Aber momentan finde ich es noch sehr, sehr schön mit dieser Melierung. Und dann zuppelt man sich das so, wie man das möchte. Ich mag es ja immer sehr, sehr wuschelig.
Nacken liegt schön an. Ich habe jetzt, nachdem ich euch das gezeigt habe mit den Klammern, nicht ein einziges Haar nachgeschnitten. Kann sein, dass ich das in den nächsten Tagen noch machen werde. Hier zum Beispiel gehe ich gleich nochmal mit der Schere dran. Auch hier, also das muss ich mir dann ganz genau am Vergrößerungsspiegel angucken. Aber sonst habe ich nichts dran gemacht, nur einmal durchschamponiert, trocken geföhnt und jetzt mit dem Styling Gel mit dieser Paste so ein bisschen Stand reinbekommen. Und das ist es. Simpel, oder? Also diese Technik mit den Klammern hat einen Daumen hoch verdient, finde ich. Wenn du es auch so siehst, gib mir den Daumen nach oben, schreib deine Kommentare rein, wie du jetzt diese Zeit überbrückt hast und ob dich schon mal dran getraut hast, dir die Haare selber zu schneiden. Und für diejenigen, die neu sind, hier unten in der Infobox kannst du mal auf Mehr erfahren klicken. Und da findest du eine Liste von über 30 Filmen zu den Themen Haare selber schneiden, Haare selber färben, Strähnchen machen. Alles das, was ich in den letzten Jahren gesammelt habe, könnte dir vielleicht helfen, einfach und simpel die Frisur selbst zu gestalten, dass du in dieses Wohlfühlen kommst, ist so, so wichtig. In diesem Sinne, bleib gesund, bleib fröhlich und denk immer dran, das schönste oder einfachste Schönheitsmittel ist zu lächeln. Und wenn dir mal gar nicht nach Lächeln ist, mach's trotzdem, weil Lächeln macht schön. Bis dann, tschüss. Bitte immer den ersten Streifen Ponyhaare weg, damit da kein Unfall passieren kann. Das kann man separat sehr gut handeln, zeige ich gleich auch wie. So, man kann sehen, das ist also eine tüchtig Wolle in allen Schattierungen. Ansatz ein bisschen rötlicher, auch hier zur Spitze hin immer heller werdend. Ein bisschen schade abzuschneiden, aber muss sein. So, und jetzt gehe ich einfach mit den Clipsen hier so nebeneinander rein. Also ich halte mir einfach die Haare einmal nach oben fest. So, und dann kann man sehen, bleibt das alles sehr, sehr schön stehen.